Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Und heute möchte ich eine Frage zu einem letzten Video beantworten. Nämlich, da hatte ich über das sogenannte Vermieten von Aktien gesprochen, wo ja momentan so ein bisschen damit geworben wird, was eigentlich Covered Call Writing ist. Und ich hatte ja schon gesagt in diesem Video, dass das nicht ganz so einfach ist. Und was ich damit meine, das besprechen wir heute im Video. Also, wir hatten ja schon gesagt, dieses Vermieten von Aktien, was jetzt immer so ein bisschen propagiert wird, ist natürlich im Grunde genommen das Schreiben von Aktien auf oder beziehungsweise das Schreiben von Optionen auf bestehende Aktien. Und wie wir alle wissen, wenn wir uns etwas mit Covered Calls beschäftigen, dann wissen wir, der Call selber, also dieser geschriebene Call, ist nicht das Risiko in dieser Position, sondern es ist immer das Underlying, also die Aktie. Und wenn wir hier mal ein ganz einfaches Beispiel nochmal anschauen, wir sagen also, wir hätten beispielsweise eine Aktie hier, die kostet 78 Dollar und wir würden darauf einen 80er Call schreiben und beispielsweise einen Dollar Prämie bekommen. Dann ist es ja so, dass wir sagen, okay, wir bekommen diesen einen Dollar Prämie, wenn er eben, beziehungsweise diesen Dollar Prämie bekommen wir immer, egal was passiert. Also egal, ob der Preis jetzt hier nach oben geht, und dann oben weg, dann würden wir eben für 80 die Aktie weggenommen bekommen, dann hätten wir diesen 1 Dollar verdient und nochmal 2 Dollar vom Kaufpreis von 78 auf 80, also insgesamt 3 Dollar, schöne Rendite. Oder aber der bleibt hier darunter, dann würde der Call wertlos verfallen, auch da hätten wir wieder diesen Dollar verdient. Aber auch wenn es nach unten geht, auch dann verdienen wir auf jeden Fall diesen 1 Dollar. Das heißt, diese Prämie ist uns definitiv sicher. So, was ist jetzt aber das Risiko in der Sache? Das Risiko ist natürlich, dass man sagt, okay, was ist denn, wenn es jetzt plötzlich hier sehr, sehr stark nach unten geht und angenommen, die Aktie fällt auf 70 und dann hätten wir ja hier vom Kaufpreis 78 auf 70 8 Dollar verloren. Die Option würde tatsächlich wertlos verfallen. Wir hätten 1 Dollar verloren, wäre natürlich trotzdem ein Verlust von 7 Dollar, also 10%. Und jetzt kommen die Anmerkung, der Kommentar zum Video, richtigerweise, man kann das Ganze doch mit einem Stop-Loss verbinden. Dass man also sagt, okay, ich nehme einfach die Prämie, die ich hier erhalte, also beispielsweise einen Dollar und setze jetzt hier unten drunter, also wenn wir hier sagen, das hier ist jetzt 77, hier setze ich jetzt einfach einen Stop-Loss und wenn es jetzt darunter durchgeht, dann kann ich doch im Grunde genommen nicht mehr verlieren, als was ich mit der Prämie eingenommen habe. Und das klingt auch erstmal logisch, aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ist da ein kleiner Denkfehler drin. Denn Folgendes kann ja passieren. Stellen wir uns vor, wir machen genau heute diesen Trade. Das heißt, wir kaufen heute die Aktie, schreibst du nochmal hin, für 78 Dollar, verkaufen den 80er Call für 1 Dollar und setzen einen Stop-Loss bei 77 Dollar. So, jetzt sind wir im Grunde genommen hier durch diese Prämie, können wir sagen, okay, wenn der Preis fällt unter 77, ich habe hier meinen Stop-Loss, dann habe ich 1 Dollar in der Aktie verloren, aber ja 1 Dollar Prämie erhalten. Das Problem dabei ist aber natürlich Folgendes. Wenn die Aktie heute von 78 auf, sagen wir mal, knapp unter 7, oder ist egal, die fällt einfach unter 77, so, was ist denn dann mit der Prämie? Die ist ja dann nicht heute wertlos geworden, sondern die Prämie ist vielleicht gefallen von 1 Dollar auf 80 Cent. So, das heißt, wir haben gerade mal 20 Dollar in der Aktie, 20 Dollar in der Option verdient, aber schon 1 Dollar in der Aktie verloren. Und jetzt sind wir ja raus aus der Aktie und jetzt hätten wir beispielsweise einen nackten Call. Das heißt, wenn wir den jetzt schließen, beenden wir den Trade trotzdem mit 80 Cent minus, das heißt mit 80 Dollar bei 100 Stück. Jetzt könnte man sagen, okay, dann lasse ich es eben drin, kann ja einfach weiter fallen. Was ist denn aber, wenn die Aktie, ich nehme mal einen anderen Stück, wenn die Aktie Folgendes macht, die geht hier runter, ja, geht hier unter unseren Stop-Loss, das ist der beschriebene Fall, ich bin raus aus der Aktie und plötzlich passiert das hier.
die dreht wieder zurück. Wo steige ich denn wieder ein? Steige ich jetzt wieder hier bei 77 ein, also da, wo ich rausgegangen bin? Steige ich wieder bei 78 ein? Steige ich überhaupt nicht ein? Das heißt, es gibt ja gar keinen richtigen Punkt, wo man vernünftigerweise wieder in die Aktie einsteigen könnte. Weil, stellen wir uns vor, wir steigen hier wieder bei 77 ein, dann geht die Aktie hoch und dreht wieder nach unten weg. Wo gehe ich denn dann raus? Gehe ich dann wieder bei 77 raus? Gehe ich dann bei 76 raus? Wo gehe ich raus? Wo schließe ich meine Position? Und ich glaube, man erkennt ja schon daran, die Prämie zu nehmen als Stop-Loss-Marke macht überhaupt keinen Sinn, weil in so kurzer Zeit, wenn das nämlich relativ kurzfristig passiert, wir die Prämie noch nicht vollständig verdient haben, sondern nur teilweise. Und warum haben wir sie nur teilweise bedient? Wir müssen uns ja überlegen, aus was besteht denn dieser eine Dollar hier? Es ist eine Out-of-the-Money-Option, OTM. So, und dieser eine Dollar besteht rein weg aus Zeitwert. Und wenn eben jetzt die Aktie fällt, so, und der Preis sich hier ein wenig reduziert, vielleicht von einem Dollar auf 80 Cent, dann haben wir 20 Dollar Zeitwert verdient. Aber wenn die Option beispielsweise noch 25 Tage Restlaufzeit oder 27, selbst 20, dann hat die immer noch einen Restwert. Wir würden ja diesen Dollar nur verdienen am Ende der kompletten Laufzeit, weil erst dann hört sie auf, überhaupt einen Zeitwert zu haben. Und ich glaube, wer jeder, der ein bisschen mit Aktien handelt, der wird auch verstehen, dass man auch solche engen Stops nicht setzen kann. Man kann nicht eine Aktie für 78 kaufen und sagen, ich möchte die jetzt 30 Tage halten, um hier Covered Call zu machen, oder von mir aus auch eine Woche, weil ich Weekly Optionen handle, und dann einen Stop auf 77 setze. Das ist viel zu eng. Uns wird die Aktie so häufig ausgestoppt werden, einfach durch das ganz normale Rauschen des Marktes, dass das überhaupt keinen langfristigen Vorteil bringt, wenn wir diese Strategie des Stop-Loss so ansetzen würden. Das heißt, wir müssen, oder man kann natürlich in Covered Calls mit Stop-Loss arbeiten, der muss aber deutlich weiter weg liegen, weil sonst werden wir permanent ausgestoppt, haben permanent größere Verluste in der Aktie als im dazugehörigen Call, und deswegen funktioniert das nicht. Jetzt will ich gleich noch auf eine mögliche Frage eingehen, nämlich, jetzt könnte man sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Out-of-the-Money-Option verkauft. Was wäre denn, wenn wir eine At-the-Money-Option verkaufen? Also eben nicht den 80er-Call, sondern zum Beispiel hier den 78er-Call. Oder vielleicht sogar einen In-the-Money-Call. So. Das führt natürlich dazu, dass wir auf der einen Seite etwas mehr Absicherung nach unten haben, weil es ist ganz klar, wir bekommen für einen 78er Call oder einen 77er deutlich mehr Prämie als für einen 80er. Auf der anderen Seite reduziert das natürlich, also wir haben mehr Schutz nach unten, weil wir ja auch zum Beispiel hier noch inneren Wert mit haben, aber es reduziert natürlich auch langfristig die Performance einer Covered Call Strategie. Warum? Weil ja diese, ich glaube, man kann es noch so ein bisschen erkennen, weil wir ja gesagt haben, okay, wenn die Aktie hier oben drüber geht und ich verdiene diese 2 Dollar extra von 78 auf 80, weil wir die natürlich niemals mitbekommen werden. Weil 78, 78er Call, wo wird uns die Aktie weggenommen, wenn sie steigt? Bei 78. Wo wird sie uns bei 77 weggenommen, wenn wir 77er Call schreiben? Bei 77. Das heißt, wir verlieren hier zwar kein Geld, wenn wir sie bei 78 oder 77 abgeben müssen, aber die Chance, eben mehr zu verdienen, die geht uns natürlich auch verloren. Und deswegen ist das eher, also dass man sagt, man verkauft At-the-Money oder In-the-Money-Optionen, ist also ein sehr, sehr konservativer Ansatz, den man beispielsweise nimmt, wenn die Börsenverfassung sich insgesamt verschlechtert. In einem Bullenmarkt gehört aber zu einer vernünftigen Covered-Call-Strategie, dass man sagt, einerseits nehme ich hier diesen 1 Dollar Prämie ein und zum anderen möchte ich eben auch noch eine gewisse Wertsteigerung im Underlying mit haben. So, und deswegen kann man eben so diese Pauschalen, ich verkaufe meine Optionen, dann habe ich jeden Monat 2% Gewinn, das funktioniert eben einfach nicht. Covered Calls, ich habe es im letzten Video schon gesagt und ich wiederhole mich da gerne, ist eine wirklich sehr, sehr tolle Strategie, und gerade für jemanden, der neu ist, lohnt sich das absolut, sich damit zu beschäftigen, weil das Risiko überschaubar ist. Es lohnt sich auch, wenn man größere Aktienbestände hat. Also wer größere Aktienbestände hält und diese nicht in bestimmten Zeiten veroptioniert, der verschenkt bares Geld, und zwar sehr, sehr viel. Nichtsdestotrotz,
man muss eben jede Strategie genau durchdenken. Man muss die Vorteile und die Nachteile der Entwicklung oder der Strategie sich vor Augen führen. Man muss die Wenn und Aber sich vor Augen führen. Wenn das passiert, dann passiert das. Aber das kann auch passieren. Also man muss es schon ein bisschen mehr machen als so eine, ich nenne es jetzt mal, und das soll überhaupt nicht negativ gemeint sein, als es einfach so eine 0815 Herleitung, verkauf mal schnell einen Call und dann hast du ein sicheres Einkommen von 20% oder so. Das funktioniert nicht. Ich hoffe, damit ist das Ganze ein bisschen klarer. Ich freue mich übrigens immer sehr, wenn meine Beiträge hier auf YouTube auch durchaus ein bisschen kritischer bewertet werden. Also stellt Fragen, macht Anmerkungen dazu, sagt, na, ich sehe das von mir aus anders. Also konstruktive Kritik ist wirklich super willkommen, weil dann kann ich darauf antworten, dann können wir weitere zusätzliche Videos machen, die das Ganze ein bisschen besser erklären. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr das noch nicht getan habt, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und denkt immer an unseren Leitspruch, wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Jens. Servus. Bye, bye.